wenig Einigkeit besteht auch beim Thema Energie. Das EU-Parlament will strengere Vorschriften für Kernkraftwerke. Aber gerade Frankreich und viele andere EU-Länder sind ganz abhängig von der Kernenergie. Wie lange wird es noch dauern, bis sich Europa weg von der Kernenergie zu anderen alternativen Energiequellen entwickelt hat? Das ist die nächste Bruchlinie. Man hat in Ländern wie Frankreich überhaupt kein Verständnis dafür, dass man alternative Energieträger fördern sollte, sondern man setzt weiterhin auf die Energielobby, die natürlich die Kernkraftwerke forciert, ja, und damit potenzielle Gefahrenherde schafft. Sodass also das wieder eine Bruchlinie in Europa ist. Und diese falsche Politik der Kernenergie soll dann auch noch aus EU-Töpfen finanziert werden, sodass der Österreicher in Wirklichkeit noch groteskerweise das alles noch mitfinanzieren soll. Da muss einfach Widerstand organisiert werden. Die Leute müssen erkennen, dass sie sich das nicht mehr länger gefallen lassen dürfen. Und da genügt es nicht, sich nur bei Wahlen zu verweigern, sondern man muss all diesen Apologeten dieses Europäismus, dieser europäistischen Ersatzreligion, denen muss man endlich die politische Abfuhr erklären. Ja, auch bei nationalen Wahlen. Das heißt, Parteien, die derartig vorbehaltlos diesem ganzen unsinnigen Europäismus nachbeten, die sollten endlich vom Wähler abgestraft werden. Das müssen wir bei der nächsten Nationalratswahl den Leuten klar machen. Europa als Wahlkampfthema. Das wird es werden, ja.